Ich bin jetzt gerade aus Kiel wiedergekommen, ist jetzt Dienstagmittag. Ich bin gestern war ja Pfingsten und heute habe ich keine Pflichtveranstaltung, deshalb bin ich heute erst aus Kiel wiedergekommen. Ich werde jetzt gleich einmal einkaufen gehen, damit ich mir was zu essen machen kann. Und dann werde ich weiter lernen. Ich habe im Zug schon ein bisschen was an Anki durchgemacht, da war es relativ voll und in dem Einzug war eine irgendwie 8. oder 7. Klasse genau neben mir, die waren. Naja, man kennt es ja. Und deshalb habe ich nicht super viel geschafft, aber so ein bisschen was. Und dann mache ich gleich einmal meine Ankis zu Ende und dann lerne ich noch weiter Situs, weil ja nächste Woche einfach schon wieder das nächste Testat ist. Ich habe das Gefühl, das letzte war gerade eben erst, aber hey, egal. Mehr eingekauft, als ich erwartet habe. Ich glaube, mein Kühlschrank ist ein bisschen verwirrt. Der hat nämlich einfach mein Gemüse eingefroren. Das ist halt einfach fast durchgefroren. So, ich kann das noch ein bisschen biegen, aber what the fuck? Und mir Kaffee gemacht und einen gefrorenen Joghurt genommen und den löffel ich jetzt, trinke meinen Kaffee und dann werde ich mal anfangen mit meinem Lernstoff für heute um 20 vor 4. Letzte Woche den Laptop hier gekauft, aber der Typ auf eBay, der hat mir nicht das Ladekabel dazu gegeben, weil er das halt behalten wollte. Kann ich auch verstehen, das ist halt einfach ein nices USB-C-Kabel so. Aber ich musste mir dann halt eins bestellen, habe ich dann auch gemacht. Ich habe aber leider, also ich habe auch, ich dachte jedenfalls, ich hätte auch darauf geachtet, dass ich nicht die Adresse meiner Eltern in Kiel angebe, sondern meine hier. Habe ich auch, aber als Rechnungsadresse und nicht als Lieferadresse. Das heißt, das wird jetzt zu meinen Eltern geliefert, was ein bisschen nervig ist, weil ich eigentlich erst in 2 Wochen wieder zu meinen Eltern wollte. Und jetzt mein Ladekabel für meinen Laptop bei meinen Eltern ist und ich keins habe. Und mit meinem Handy-Ladekabel lädt dieser Laptop halt langsamer, als er entlädt. Also kann ich den halt nur über Nacht aufladen, dann kommt er auf 100% und dann halt beten, dass er den Tag überhält. Ist ein bisschen scheiße, ne? Aber so Leute, I tried, aber ich kann mich nicht konzentrieren. Und ich werde deshalb jetzt in die Bib gehen. Ich habe aber dafür 2 Shorts oder Instagram Reels oder wie auch immer man sie nennen möchte, gefilmt. Also, wenigstens habe ich etwas gemacht, aber nicht das, was ich jetzt eigentlich machen sollte. Egal, deshalb gehe ich jetzt in die Bib, ist jetzt 20 vor 6 und ich habe noch nichts geschafft. Nice! Zurück. Ich habe meine ganzen IKEA-Karten geschafft, wie ihr gesehen habt. Ich bin nicht weit gekommen
Also ich mache das ja im Moment so, dass ich immer mit so einem Pomodoro-Timer, also diese 25-Minuten-Timer, Ankies mache und dann 5 Minuten Pause mache und dann ein Kennab-Video angucke und dann ja so den ganzen Tag weiterlerne, damit ich ein bisschen Abwechslung habe, weil ich es sehr anstrengend finde, die ganze Zeit Ankies zu machen. Deshalb habe ich ja auch den Pomodoro-Timer überhaupt, weil ich es sehr schwer finde, die ganze Zeit Anki zu machen, also die ganze Zeit da zu sitzen und mich zu konzentrieren, ohne mich abzulenken. Deshalb ist dieses, okay, jetzt noch 10 Minuten und dann kannst du auf dein Handy gucken, es hilft mir sehr. Also wenn ihr das noch nicht macht und ihr ein Problem damit habt, dass ihr euch dauernd ablenkt, dann probiert es mal aus. Und ja, genau, so mache ich das jetzt immer. Ich habe meine Ankies fertig gemacht. Ich bin nicht so weit gekommen bei Kenhub leider, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Morgen werde ich dann mit dem Becken anfangen. Ich bin mit den Bauchorganen noch nicht ganz fertig, aber ich möchte mich ein bisschen auf den Prep-Kurs am Donnerstag vorbereiten, weil soweit ich das jetzt verstanden habe, werden wir mit Becken anfangen und da möchte ich nicht komplett keinen Plan haben. Jetzt werde ich erstmal was essen zum Abendbrot und dann eigentlich auch direkt ins Bett gehen. Deshalb, ja, bis morgen. So, ich gehe jetzt ins Gym. Hallo, ich bin wieder zu Hause und ich muss in einer Stunde ungefähr bei der Vorlesung sein. Soziologie, ja, mein Lieblingsfach. Und bis dahin werde ich jetzt nochmal ein bisschen was essen und einfach ein bisschen chillen, denke ich mal. Das Workout war so geil, Leute. Ich habe einfach, irgendwie habe ich mich richtig stark gefühlt. Und ich habe in einer Übung einfach 20 Kilo mehr gemacht als sonst. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber irgendwie, ja, war gut. Das Geheimnis ist einfach nur 4,5 Stunden zu schlafen. Ich war bei meiner Vorlesung und ich trinke jetzt einen Kaffee, weil ich hart müde bin. Aber ich sage Kaffee, weil es ist ja Sommer oder so. Und ich plane jetzt einmal so ein bisschen meine Woche und plane, was ich essen möchte. Und ja, dann werde ich Mittag essen und dann werde ich in die Bib gehen, weil ich so unglaublich müde bin und so wenig geschlafen habe, dass ich mir selbst nicht vertraue. Dass ich, wenn ich zu Hause lerne, nicht mich hinlege und schlafe. Deshalb Bib. Aber erstmal plane ich jetzt mit. Gegessen. Ich bin um 19 Uhr wieder gekommen und um 13 Uhr losgegangen, also ja. Könnt ihr euch ja selber ausrechnen, ich war ganz schön lange da. Und, also, geht natürlich länger, ne? Aber ich habe halt ja, die ganze Zeit was gemacht. Ja, ich bin da sehr schlecht gelaunt und traurig und überfordert rausgegangen und hatte dann auch schon überlegt, mir ein Tiefkühlgericht zu holen und zu weinen zu Hause, aber dann habe ich irgendwie nice Musik angemacht und mir gedacht, okay, ich koche mir jetzt was Schnelles. Habe mir Nudeln gemacht mit so einer Paprikasoße. Habe ich einfach ein bisschen Gemüse reingemacht. War sehr geil. Und jetzt muss ich tatsächlich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe mir eine Limo gemacht, ein Eis genommen. Und jetzt, ja, mache ich halt noch ein bisschen den Rest, den ich gerade nicht geschafft habe. Und ja. Versuche positiv zu bleiben, obwohl ich sehr überfordert bin.
Ich habe es geschafft. Und jetzt kann ich meinen weiteren Abend noch ein bisschen genießen. Es ist jetzt kurz vor 9. Hallo. Ich sterbe gerade an Heuschnupfen. Aber ich bin wieder aus dem Gym da und ich habe mir einen Kaffee gemacht. Und ich werde jetzt ein bisschen planen noch kurz und dann anfangen zu lernen, ein bisschen Becken noch machen, bevor ich zum Prep-Kurs gehe heute Mittag. Ja, genau, das war's schon. Ich weiß nicht, warum ich gerade so komisch geredet habe. Das war einfach gerade so. So, ich esse jetzt einmal meinen Joghurt mit Erdbeeren und dann gehe ich in die Bib, weil ich noch all meine Karteikarten für heute machen muss, was gar nicht so wenig sind. Aber der Prep-Kurs war gar nicht so schlecht. Also irgendwie hatte ich Spaß tatsächlich im Prep-Kurs. Ja, es ist möglich. Und ich konnte auch echt viele Fragen so beantworten. Also ich glaube, ich konnte fast mehr Fragen beantworten, als ich nicht beantworten konnte. Deshalb, also, bin sehr zufrieden gerade. Also außer, dass ich noch so viel machen muss. Aber bitte, ich kaufe mir noch einen Energy Drink, glaube ich. Obwohl, es ist schon so spät. Ich weiß nicht, vielleicht auch nicht. Lieber nicht. Ich bin aus dem Gym wieder da und ich trinke jetzt Energy, weil ich gerade nicht so Bock auf Kaffee habe. Und dann gehe ich zum Klinikerseminar heute. Es kommt der Gerichtsmediziner oder die Gerichtsmedizinerin, keine Ahnung. Und wir machen so eine Leichenschau. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Und dann ist noch freies Preppen. Das muss ich mir diese Woche leider antun, weil ja, in 6 Tagen ja schon wieder das nächste Testat ist. Was irgendwie insane ist, weil ich das Gefühl habe, gerade erst war das letzte, aber das wird schon in Ordnung sein, glaube ich. Ja. Meine Lust, jetzt loszugehen, ist sehr klein, aber es muss sein und ich glaube, das wird wirklich cool. Ich muss jetzt nur einmal aufstehen. Das ist der schwerste Schritt. Ich bin vom freien Preppen schon sehr lange wieder zu Hause. Bin so um 1:30 wieder gekommen und jetzt ist es 4:10. Ich habe kurz was gegessen und ja, dann habe ich den Fehler gemacht, mich kurz hinzulegen. Also es war auch tatsächlich gar nicht so lang, aber ich habe kurz geschlafen und nichts gemacht. Also doch, ich habe meinen Vlog geschnitten und jetzt muss ich dann aber tatsächlich mal anfangen und losgehen in die Bib, weil wenn ich hier bleibe, dann werde ich einfach nicht so produktiv sein. Und ich muss ein bisschen was schaffen, weil mein Freund heute Abend kommt, naja, um 23 Uhr, da würde ich sowieso nichts mehr machen, aber ja, da möchte ich mich dann nicht schlecht dafür fühlen, dass ich dann nichts mehr mache. Deshalb, ja, werde ich dann jetzt mal los walken in die Bib und einmal vorher meine Tasche.